Unser nächstes Video ist jetzt das, betrifft das Thema Licht. Ja. Licht ist Leben und das ist es auch im Bereich der Nano-Aquaristik oder der kleinen Aquarien. Du hast zwei neue Lampen für mich, die du mir zeigen möchtest. Ja, genau. Wir haben ja schon seit längerem Cubes im Programm und haben die jetzt einfach etwas moderner gemacht. Also dies hier ist ein Cube 60, das ist ein Cube 40, früher waren es mal Cube 30 und Cube 50. Die Zahlen geben die Wattage an und diese sind, wie du schon sagtest, eigentlich für kleinere Aquarien gedacht. Allerdings muss ich sagen, diesen hier hatte ich auch schon mal unten in Versuchsaquarien über einem Meterbecken, zwei von denen da drüber, da waren Weichkorallen und LPS drin und das hat auch wunderbar funktioniert. Okay, 50 cm dann deckt der auf gut Deutsch ab. Man kommt bei manchen Sachen durchaus mit relativ wenig Licht hin, wenn alle natürlich ein High-End-Becken mit ganz tollen farbigen Steinkorallen haben will, dann ist sowas wie ein Meterbecken zu wenig. Also ich möchte ja nur mal einwerfen, dass bei der momentanen Entwicklung der Energiekosten man vielleicht nicht immer High-End betreiben muss, sondern es auch vielleicht reicht, ein Mittelmischbecken zu betreiben, sprich Weichkorallen und LPS-Korallen. Und es gibt aber auch SPS, die tatsächlich auch darunter hervorragend wachsen. Es ja, natürlich. Die ein oder andere trotzdem unkaputtbare SPS, die man wunderbar halten kann. Ja. Was für Möglichkeiten hat man mit diesen Cubes? Dieser hier wird über eine App betrieben. Das ist jetzt die gleiche App, die wir schon für unsere Spektros und auch für die Aquarius verwenden. Das heißt, mit dem Cube so kann man erstmal nichts einstellen. Also ich könnte jetzt hier nicht das Licht heller machen, sondern ich müsste ihn jetzt erst mit meinem Smartphone verbinden und dann über die App das Programm installieren und einstellen und dann könnte ich ihn verstärken. Ansonsten ist er genauso aufgebaut wie unser vorheriger Cube. Man hat einen Schwanenhals, was sehr praktisch zum Einstellen ist. Man kann sogar den seitlich machen und Licht auch mal schräg von vorne kommen lassen. Ja. Wer das mal gemacht hat, wird erstaunt sein, wie sich die Farben in einem Aquarium ändern. Das ist so ähnlich, als wenn man von oben in ein Aquarium reinguckt. Also da kann man durchaus noch sehr nette Effekte noch zusätzlich hervorrufen. Darf ich noch mal ganz kurz auf die App-Steuerung eingehen? Die App-Steuerung bedeutet aber auch, ich kann sagen, um 8 Uhr geht die Sonne auf und um 18 Uhr unter? Ja, also. Gut, also die lässt sich programmieren. Richtig, ich habe 6 Kanäle. Ich kann zu verschiedenen Zeiten diese Kanäle an- und ausmachen. Also da hat man alle Möglichkeiten. Habt ihr auch vordefinierte Profile? Ja, also wir haben also Beispielprogramme da drin, das wollte ich wissen, damit die Leute nicht alles eingeben müssen. Sie können die dann übernehmen, sie können aber auch die Zeiten selbst ändern und sie dann unter einem eigenen Programm abspeichern, sodass man nicht ganz bei Null anfangen muss. Ja. Das zeigen wir nochmal ganz kurz als Beispiel. Ja, der ist jetzt nicht voll hochgefahren, sondern das ist hier nicht mehr, wir damit hier niemand blind wird, haben wir den nur in ganz niedriger Stufe. Und wie gesagt, ohne Smartphone könnte ich ihn jetzt so auch nicht hochfahren. Genau. Bei dem Kleinen hier sieht das jetzt etwas anders aus. Der hat hier oben eine Tastatur. Ich kann ihn an-aus machen. Ich kann hier die Intensität ändern. Ja. Er hat aber nur einen Kanal. Also ich kann jetzt nicht verschiedene Kanäle dimmen, sondern ich kann ihn nur insgesamt rauf und runter fahren. Und er hat eine eingebaute Zeitschaltuhr. Das heißt, ich kann 8, 10 oder 24 Stunden kann ich voreinstellen. Habe also auch die Möglichkeit, ihn auf 24 Stunden zu stellen und über eine Zeitschaltuhr dann eigene Zeiten einzustellen. Okay. Das geht ohne weiteres. Geht das auch trotzdem über App oder ist der für App nicht Nein, gemacht? Nein, der ist nicht für App gemacht. Der geht also dann nur so von Hand über die Tastatur hier zu betreiben. Und das war der mit 30 Watt, also für ca. 30 cm in der Fläche. Richtig. Also für Nano-Aquarien ist der prima geeignet dann. Gut. Voreingestellt habt ihr ein bestimmtes Profil, so wie es ausschaut, relativ. Ja, also Mittel. Wir haben hier 25 LEDs drin, die wir nach den Lichtfarben so ausgewählt haben, dass beide etwas blau betonter sind als die Cubes, die wir vorher im Programm hatten, weil so nach unserer Erfahrung die Tendenz doch immer mehr zu diesem, sag mal, American Style hingeht und die Leute gerne wollen, dass die Korallen stark fluoreszieren. Ja. Das kriegt man normalerweise nur hin, indem man den Weißanteil runterdimmt, dann hat man aber weniger Licht und wir haben deswegen von vornherein etwas mehr Blau schon mal reingepackt, damit man praktisch die volle Lichtstärke auch nutzen kann. Also eine gesunde Mischung sozusagen. Ja, ich denke, das ist so ganz gut gelungen, wobei da natürlich immer ein bisschen auch Geschmackssache ist dann. Oh, doch, der ist schon ganz schön hell. Ich hoffe, wir können das entsprechend einfangen. Ja, vielen Dank.